Ende wählen. Die Leistung der Maschine maximieren, um sie hoffentlich zu überlasten. Du murmelst einen Befehl und drehst die Sch... Wow, das klingt bedrohlich. Und drehst die Scheibe kräftig. Die Türme drehen sich schneller und schneller und wackeln auf ihren Achsen. Das Licht, das die Maschine erfüllt, wird so hell, dass du die Augen abwenden musst. Du blickst weg und bedeckst deine Ohren, doch der Donnerknall, der folgt, lässt den Boden unter dir erzittern. Als du zurückblickst, liegt die Maschine in Trümmern für immer zerstört. So, wir haben eine neue Aufgabe. 15% Erfahrung. Die Nautilus von Orgrammon und Kupferstücke im Schatz. Eine Gruppe von Entdeckern fand in Erglenfad ein Horn aus Elfenbein von umstrittener Herkunft. Viele Glamfantaner glauben, dass es aus ingvitalischen Ruinen gestohlen wurde. Die Entdecker aber sagen, eine frühe zwergische Expedition müsse es verloren haben. Die Entdecker warten in einer Srast darauf, dass in der Angelegenheit ein Schiedsspruch gesprochen wird, als sie von Dieben überfallen wurden. Sie töteten mehrere der Entdecker und stahlen das Horn. Es wird vermutet, dass es sich irgendwo entlang des Flusses Iskien befindet. Schicken wir wieder unseren Druiden los. So. Endloses Erbe. Nun, da ich die ingvitalische Sprache verstehe, kann ich zu der Maschine in Ternove zurückkehren und etwas gegen den Fluch tun, unter dessen Bann Ergpügel steht. Artems Verfall ist rasant fortgeschritten. Er sah aus, als würde er mich gleich anfallen, als ich mit ihm sprechen wollte. Wenn ich seine Hilfe will, muss ich ihm ein Opfer schicken. Ich habe erfahren, dass die ingvitalischen Maschinen im Dürrwald verwendet werden können, um Seen zu bewegen. Außerdem habe ich die ingvitalische Sprache gelernt. Ich kann die Maschinen nun also bedienen. Um zu verhindern, dass die Maschine je wieder verwendet werden kann, habe ich die gefangenen Seelen von Erbhügel geopfert, um die Maschine zu zerstören. Still and silent. It's finally over. Still and silent. It's finally over. Ja. Mehr hat uns Artem nicht zu sagen. Mal sehen, ob uns Ikanta noch was zu sagen hat. Wenn nicht, können wir Erbhügel hinter uns lassen und Bericht erstatten. Vielleicht hat auch jetzt sich endlich der Nebel aufgelöst. Der Erbhügel in seinem Griff hatte. Das natürlich nicht. Und die Kanta ist gegangen, so wie sie aussieht. Tja, dann kann den Erbhügel jetzt wieder Normalität einkehren.
Der Turm, er ist ausgeschaltet. Heißt das, der Fluch von Erdpügel ist aufgehoben? Es war kein Fluch, aber ja, der Bezirk ist wieder sicher. Ich denke schon. Ich habe einfach nur eine Scheibe an der Maschine im Turm gedreht. Trostbruch ist mir etwas schuldig. Das ist mindestens eine Villa in Farnheim wert. Der Fluch ist aufgehoben. Es wird sicher eine Weile dauern, bis jemand bereit ist, sich wieder in dem Bezirk niederzulassen. Aber zumindest können wir mit dem Wiederaufbau beginnen. So. Urfeuer. Um der Ausbilderin Bescheid zu sagen, was mit ihren Soldaten passiert ist. Dann Farnheim, um Lady Webb zu berichten, was passiert ist. So, dazu müssen wir hier rüber. Sieht das jetzt aus, als habe sie gebadet und sich ordentlich satt gegessen. Sie lächelt schüchtern. Der Kampf und der Wettstreit schmieden unseren Geist zu einer scharfen Waffe. Es gibt Nachrichten aus Erdhügeln. Deine Wachen wurden von dem Geist einer Frau namens Lehrer verzaubert. Ich habe ihren Geist befriedet. Ihre müden Augen weinen sich bei der Flamme. Du hast sie gefunden, meine vermisste Kommandantin. Sie seufzt und blickt und ihr Blick verliert sich zwischen den Bodenkacheln. Und sie rief von jenseits des Grabes nach der Wache. Das ergibt keinen Sinn, aber nichts in diesem verfluchten Bezirk ergibt Sinn. Was ist mit den Soldaten geschehen, die ihren Bann erlegen sind? Sie haben nicht überlebt. Ich verstehe, trotzdem danke für deine Hilfe. Du hast mir ebenso viele Fragen wie Antworten überlassen. Doch wenigstens weiß ich jetzt, was mit seinen Soldaten geschehen ist und mit Kommandantin Lyra. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Wenn sonst nichts weiter ist, ich muss mich meinen Aufgaben widmen. 1000 Kupferstücke und Erfahrung. Dann leb wohl. Quest abgeschlossen, vermisste Wachen. Hier. Ich berichtete Vila, dass ich mich um Lyras ruhlosen Geist in Erdhügel gekümmert hatte. Sie war dankbar zu wissen, was mit ihren verschwundenen Novizen geschehen war. Ja. Aloth, never before have I met an Adirin man so hesitant to speak his mind. I'm not hesitant, I just, like to consider my words carefully. You should really hear yourself talk, amigo. Aloth, ich habe noch nie einen adirischen Mann getroffen, der damit zögerte, seine Meinung zu sagen. Der so damit zögerte. Ich bin nicht zögerlich, ich mag es nur, meine Worte sorgfältig zu wählen. Amico, du solltest dich wirklich reden hören. Mhm. So, Farnheim.
hat der Bote was Neues zu sagen? Wir sind angewiesen, alle eure Fragen zu beantworten. Nun gut. Dann auf ins Haus von... Das ist nicht das Haus von Lady Webb. Das ist das Sanatorium. Ups. Good day, Stranger. Verzeihung, aber ich suche nach dir. Du hast den Fluch in Erbhügel aufgehoben. Meine Herrin, die namenlos zu bleiben wünscht, hat mir aufgetragen, dir diese Pistole zu bringen. Sie gehört einem ihrer engen Freunde, der dem Fluch zum Opfer gefallen ist. Meine Herrin möchte, dass du sie bekommst, für deinen Anteil an der Rettung von Erbhügel. Hier, möge sie dir im Kampf gute Dienste erweisen. Vielen Dank. Sie verbeugt sich, gern geschehen. Du hast einen Gegenstand erhalten. So ein kaums Funke im Inventar. Nun muss ich mich verabschieden. Leb wohl. Markieren, schockend, Schadensreduzierung. Die klingt irgendwie besser und sieht auch besser aus als die andere. Als ob das jetzt das Wichtigste wäre. Gegenstandstyp, mal gucken. Wir könnten demnächst mal wieder Zeug verkaufen. Und zwar sehr, sehr viel. Auch die gute Pistole. Und ja, hier Rüstungszeug, die ganzen Kutten und so. Hier jetzt nicht unbedingt was. Ja, zerschmetterte Adimatenrüstung. Die kann verkauft werden, auf jeden Fall. Ob das ramponierte Medaillon noch was bringt, müsste ich mal gucken. Und ja, hier sind E-Quest-Gegenstände. Okay. Hier war ja, genau, Kuren. How do you do? Hallo, auch meine geheimnisvollen Freunde. Mir scheint, du könntest Hilfe gebrauchen. So viele Geheimnisse und verschlungene Pfade in dieser Stadt. Man muss bloß um eine Ecke biegen, um eine frische Spur von etwas Gestohlenem zu finden. Und wovon jemand verschwunden. Er zuckt mit dem Ohr. Leider fehlt uns die Zeit, allem nachzugehen. Ich sollte eigentlich an anderen Dingen arbeiten, aber ich muss immerzu an einige Fälle aus der letzten Zeit denken. Der Fluch eines Mediums, von der Neugier getrieben zu sein. Warum kannst du diese Fälle nicht untersuchen? Er legt die Ohren an. Eine Frage der Prioritäten, sagt die Web. Es gibt heutzutage viele Probleme in Trutzbucht. Wichtige Probleme als ein paar vermisste Personen. Erzähl mir von diesen Fällen. Ein Fall oder drei, je nachdem wie man es betrachtet. Er tippt seine Klauenfinger zusammen. 3 Wochen und dann verschwindet immer jemand. Manch einer würde es Zufall nennen, ich nenne seinen Hinweis. Lady Webb kennt dich, vertraut dir, also vertraue ich dir auch, solange wir die gleichen Interessen verfolgen. Ich gehe der Sache nach, wo soll ich anfangen? Er grinst, seine spitzen Zähne blitzen zwischen seinen Lippen auf. Kupferwick, Ondras Geschenk und natürlich Farnheim, um von jenen zu sprechen, welche die Verschwundenen gemeldet haben. Die einzigen, die sich einen Dreck scheren. Lora, Olli und Elka. Wer ist verschwunden? 2 Männer, eine Frau. Lendri, Kendral und Cora. Erzähl mir von Lendri. Am besten fragst du Olli. Sie haben wohl im salzigen Mast in Ondras Geschenk zusammen getrunken. Und es hat ihn wohl niemand anderes gut genug gekannt, um ihn zu vermissen. Einer seiner Ohren zuckt. Erzähl mir mehr über Kendral. Wurde von Elka als vermisst gemeldet, einer Zwergin, die nach... Er schließt die Augen und schnüffelt in der Luft, edlem Wein und... Jungen Dandys roch. Sie hat jede Menge Zeit und Geld und für ihre Vergnügungen. Versuch es in Farnheim. Erzähl mir von Cora. Loras Schwester, eine der Händlerinnen auf dem Bazar von Kupferweg. Nicht unbedingt jemand, der einfach so verschwindet, sollte man meinen.
Nora war sehr verzweifelt. Ich denke, ein freundlicher Besuch wird ihre Stimmung verbessern. Hast du irgendwelche Hinweise gefunden? Noch nicht. Es gibt keine offensichtliche Verbindung zwischen den Opfern. Das ist es, was mich so stutzig macht. Er streicht mit seiner Hand ein Ohr entlang. Es könnte mit der Beseelungsforschung zu tun haben. Die Forscher brauchen ständig neue Versuchspersonen. Vor allem die Skrupellosen unter ihnen. Er hält inne, in tiefer Konzentration versunken. Für das Sanatorium wirkt es zu riskant, aber man kann nie wissen.